Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich aktuell meine Haare style. Also ein Haarstyle-Tutorial für lockige, wellige Haare. Ja Leute, lang ist her, als ich das letzte Haarstyle-Tutorial gemacht habe und heute zeige ich euch in diesem Video, wie ich aktuell meine Haare style. Der ein oder andere weiß es vielleicht, ich lasse aktuell meine Haare wachsen und aktuell ist es ein bisschen schwierig mit dem Stylen, muss ich ehrlich gestehen, aber heute will ich euch mit auf den Weg geben, wie ich es aktuell mache. So, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich aus einer Dusche rauskomme, ich habe meine Haare dann vielleicht gewaschen mit einem Shampoo oder einer Spülung, so, dann komme ich aus der Dusche raus und mache meine Haare erstmal nicht trocken, ja, also ich trockne meine Haare nicht, ja, auch nicht mit einem Föhn oder so, gar nicht, nada. Ich sehe dann auch erstmal aus wie so ein Pilz, ja, also ich habe eigentlich aktuell gar keine Frisur, sondern das hängt einfach so runter. So, und das allererste, was ich dann mache, ja, das allererste ist, ich nehme einen Kamm, und zwar einen breiteren Kamm, damit die Haare nicht so gezogen werden, und damit kämme ich meine Haare. So, das ist der allererste Schritt, den ich mache. Nachdem ich das gemacht habe, fasse ich mir auch so ein bisschen selber mit meiner Hand durch die Haare durch, also nachdem ich die frisch gekämmt habe, fasse ich so ein bisschen durch, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und dann nehme ich ein Handtuch. Also im zweiten Schritt nehme ich dann ein Handtuch und trockne meine Haare ein wenig ab. Ja? Also rubbel so ganz vorsichtig, ein ganz bisschen. Ich ziehe nicht, sondern ganz vorsichtig, ganz wichtig, damit die Haare nicht rausgezogen werden oder damit du nicht so zu aggressiv zu deinen Haaren bist. So, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich nochmal den Kamm, den gleichen, ja, und kämme meine Haare nochmal. Und zwar in diese Richtung, wie ich sie später auch so ein bisschen stylen möchte. Ja? Nicht in die gegengesetzte Richtung, manche machen es ja andersrum, die stylen das ja, kämmen in die gegengesetzte Richtung und stylen dann in die andere Richtung. Nein, ich mache das genau so, dass ich in die Richtung kämme, in die ich später auch stylen möchte. So, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, dann fasse ich auch nochmal mit meinen Händen nochmal durch. So, und dann habe ich das erstmal gemacht. So, wenn das gemacht ist, dann nehme ich aktuell eine Clay Pomade. Ihr könnt einfach irgendeine ölbasierte Pomade nehmen, die ihr aktuell zu Hause habt. Ist eigentlich ganz egal, was für eine Pomade ihr nehmt. Aber auf jeden Fall soll es eine ölbasierte Pomade sein. Ich nehme aktuell die Clay Pomade von Blumann. Link packe ich auch nochmal rein und Alternativprodukt auch in die Infobox. Und damit geht es eigentlich relativ gut, weil die relativ stark im Halt ist. Und vor allen Dingen für meine Haare sind sehr, wie soll ich sagen, sehr widerspenstig und ploppen in alle Richtungen, ja. Deshalb ist es ganz gut, dass man sowas Hartes und Kräftiges in den Haaren hat, also für mich zumindest. Ich nehme dann ein wenig aus der Clay Pomade raus, so ungefähr kirschgroß, und dann verreibe ich die Pomade erstmal ganz vorsichtig in meinen Händen. Ich wärme die Pomade auch ein bisschen auf, weil die noch ein Stückchen hart ist, wenn man sie aus der Verpackung rausholt. Und dann verreibe ich das sehr, 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 sehr gut in meinen Händen, dass auch überall in meinen Händen was verteilt ist und dass es nicht klumpig ist. So, und wenn ich dann alles in meinen Händen verteilt habe, dann verschmiere ich im Prinzip die Pomade durch meine kompletten Haare, dass auch überall was von der Pomade ist. Vor allen Dingen gerade hinten, da locken sich meine Haare ja immer so schön, dass auch dort was ist. Also schön die Pomade in den Haaren verteilen. So, und wenn ich die Pomade dann in meinen Haaren verteilt habe, dann nehme ich wieder den Kamm, ja, und dann kämme ich meine Haare wieder. Das sieht irgendwie so aus, als ob ich bei American Psycho so eine Frise hätte, also so richtig glatt nach hinten. Und ich kämme auch jetzt wieder meine Haare so, wie ich sie später stylen möchte. Ich mache dann auch an der Seite so einen kleinen Scheitel rein, weil ich mache immer von links nach rechts, schiebe ich die Haare immer rüber. Und dann kämme ich die Haare richtig, richtig, richtig glatt und in die Richtung, wo es später hingehen soll. So, meine Haare sind von Natur aus sehr, sehr wellig und sehr lockig. Und deshalb ist es nachher wiederum einfacher, die Haare in eine gelockte Position wieder zu bekommen. So, und wenn ich das gemacht habe und die Haare schön mit der Pomade gekämmt habe, dann fasse ich mit meinen Händen in meine Haare rein und locker das Ganze ein wenig auf. Also an den Seiten, wo ich sage, hey, da soll es wieder ein bisschen lockiger sein oder soll es wieder ein bisschen entspannter sein, ein bisschen welliger, da nehme ich dann meine Hand und locker das Ganze Step by Step auf. So kriege ich dann meine Locken wieder rein, weil ich, wie gesagt, von Natur aus sehr lockige und wellige Haare habe. Dann ist es aktuell so bei meinen Haaren, dass ich an vielen Seiten wirklich kleine Löckchen habe, die ich versuche dann irgendwie zu kaschieren. Und dazu nehme ich dann einen etwas feineren Kamm und kämme diese Löckchen dann wirklich ein bisschen glatt
Und man kann sie ja später auch wieder auflocken, wenn man sie auflockern möchte. Aber ich kämme sie dann erstmal glatt, dass sie auch schön passend sind, so wie ich es haben möchte und dass sie nicht irgendwie zu den Seiten rausspringen. Und wenn ich dann meine Haare gestylt habe, also nachdem ich sie gekämmt habe, gestylt habe, dann nehme ich ein bisschen Haarspray dazu und sprühe meine Haare mit Haarspray ein. Und einfach mal so ein bisschen, ich mache gar nicht so viel darauf, einfach mal so ein bisschen Haarspray, dass überall ein bisschen was ist. Wenn ich das mit dem Haarspray gemacht habe, ja, dann bin ich ganz schnell und dann versuche ich innerhalb von wenigen Sekunden nochmal nachzustylen, weil das Haarspray festigt ja enorm. Und dann style ich noch ein bisschen nach und locker die Haare auch noch an gewissen Stellen ein bisschen auf. Und dann, finde ich, bekomme ich aktuell den perfekten Look relativ fix hin. So, und wie der Look aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal. Also an den Seiten etwas glatt gemacht, aber nicht zu glatt. Ja, das muss ja auch ein bisschen natürlich wirken. Die Haare von links nach rechts rüber mit einem kleinen Scheitel, ja, den man aber jetzt nicht ganz doll sieht. Und ja, so style ich aktuell meine Haare. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwas zu dem Video sagen möchtet, ja, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich über euren Support, über eure Kommentare. Und ja, vermutlich gibt es bald noch vermutlich gibt es bald noch einige weitere Haarstyling-Tutorials von mir. Und ja, bis dahin sage ich, ciao, Kakao.